Jetzt möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir wahnsinnig wichtig geworden ist, weil es mich selber betroffen hat. Und da merkt man dann, wie sehr man die Dinge erst versteht, wenn sie einen selber betreffen. Wir Menschen sind irgendwie doch sehr einfach gestrickt. Aber auch das möchte ich mit euch teilen, weil es wird euch einfach passieren. Und ich habe zwar mal gehört, Kritik, und darum wird es gehen, in den sozialen Medien kommt erst mit einer gewissen Reichweite. Aber gerade wenn es um Landwirtschaft, Tiere geht oder einfach mit der Natur arbeiten, kommt einfach oft Kritik. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, da hatte ich 200 Follower. Und da ist schon ziemlich viel gekommen, wie ich habe ein Foto von einem Lamm gepostet und habe irgendeinen blöden Reim dazu geschrieben. Damals war ich noch neu in dem Business. Und ich bin ekelhaft und ich bin grausam und man soll mich doch selber schlachten und braten und lauter so Dinge. Und wenn es um soziale Medien geht oder generell miteinander in Dialog zu treten und miteinander zu reden, wurscht über welchen Kanal, es wird immer Kritik kommen. Aber, und das habe ich für mich gelernt, Profis lieben Kritik. Warum? Wenn jemand sich kritisch äußert, etwas gegenüber, was ihr sagt oder was ihr teilt in den sozialen Medien, dann zeugt das aber trotzdem von Interesse. Und deshalb kommt es darauf an, welche Art der Kritik das ist. Und ihr müsst euch im ersten Schritt überlegen, und da war ich auch, ich war am Anfang geschockt und habe mir gedacht, was soll das jetzt, und die Arschlöcher, und schleicht euch von meiner Seite. Und habe dann aber gelernt, zu differenzieren zwischen Kritik an der Sache, und die wollen wir unbedingt, weil die Menschen sind interessiert an dem, was wir tun, und persönliche Kritik. Das sind nur jene, die uns persönlich beleidigen wollen oder vielleicht neidisch sind oder was auch immer. Also persönliche Kritik ist immer die, die wir nicht wollen. Aber man kann bis zu einem gewissen Grad diese persönliche Kritik auch in sachliche umwandeln. Und das ist dann der Ort, wo wirklich Dialog zustande kommt. Und das finde ich ganz besonders spannend. Deshalb, wir lieben Kritik und wollen das vielleicht auch in unseren Postings erreichen, dass wir ein bisschen anecken und polarisieren, nicht unbedingt, aber einfach die Menschen zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen mit dem, was wir tun. Und deshalb möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie man mit destruktiver Kritik umgeht und sie vielleicht sogar zu konstruktiver macht. Ein ehrliches Wort am Anfang. Wenn es wirklich destruktive Kritik ist, die nur dazu da ist, euch persönlich zu beleidigen, dann wird es schwer. Aber ganz oft ist eben ein sachlicher Kern vorhanden in der Kritik, die Menschen üben. Und in den sozialen Medien geht es oft sehr schnell. Da fehlt uns diese Wand, dieser Filter. Wenn wir uns jetzt face-to-face gegenüberstehen würden, würden wir uns vielleicht ganz viele Dinge nicht sagen, die wir aber dann in den sozialen Medien schnell mal schreiben, weil wir einfach zu Hause gemütlich vom Computer sitzen oder am Traktor oder in der BIM in meinem Fall am Handy und mal was schreiben. Und dazu jetzt einfach ein paar Tricks von mir, die könnt ihr dann auch üben, wie man mit Kritik im Netz umgeht oder generell auch im persönlichen Gespräch. Na, jetzt bin ich aber gespannt, Melange. Wird das liegen, wenn ich sage, dass mir das nicht auch schon passiert war? Schauen wir mal. Da gibt es mehrere Strategien. Eine davon ist das Ignorieren. Und zwar nicht den Kritiker ignorieren, sondern die destruktive Kritik. Man könnte dann zum Beispiel einfach sagen, danke für Ihren Beitrag, aber lassen Sie uns doch über das Thema reden oder lassen Sie uns doch beim Thema bleiben. Das heißt, man ignoriert den persönlichen Angriff oder destruktive Kritik, aber nicht denjenigen, der sie gibt, und lenkt das Ganze und die Aufmerksamkeit einfach wieder auf die Sache hin. Also, ein Tipp, ignorieren, nicht den Kritiker, sondern die destruktive persönliche Kritik. Eine zweite Strategie ist das Zustimmen. Zum Beispiel, wenn die Kritik kommt, ihr sitzt am Traktor und fahrt durch die Gegend, weil ihr gerade dreschen müsst am Sonntag in der Früh, und jemand kommt und sagt, sie machen aber schon zeitig in der Früh Lärm oder sowas Ähnliches kommt in den sozialen Medien,
dann könnten sie demjenigen zustimmen und sagen, ja, stimmt, Morgenstund hat Gold im Mund oder irgend sowas und den damit ein bisschen aus der Fassung bringen. Das ist aber tatsächlich etwas auf die Weise, die wir nur quasi im äußersten Notfall oder selten einsetzen sollten, weil man sich da auch verarscht oder für den Kopf gestoßen fühlen kann. Da gibt es dann noch eine Variante, damit umzugehen, und zwar einfach Verständnis zeigen. Und wenn dann zum Beispiel etwas kommt wie, sie machen aber schon besonders früh Lärm, dann zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, sagen, ja, sie haben vollkommen recht, ich verstehe sie total, nur ich muss jetzt gerade einfach da dreschen oder was auch immer tun. Bitte verstehen Sie mich, so wie ich Sie verstehe, ich weiß, ich nerv Sie, aber ich habe keine Möglichkeit, das wann anders zu machen. Ich bin einfach vom Wetter abhängig, zum Beispiel. Und einfach Verständnis zeigen und dann selber darüber sprechen, warum man das macht und einfach erklären und den Menschen vielleicht fragen, wie würden Sie es tun, wie können Sie sich's vorstellen, und dort entsteht ein Gespräch. Oder wenn zum Beispiel noch kritischere Themen kommen wie, Ihr Bauern lebt eh nur von Förderungen, könnte man zum Beispiel darauf reagieren und sagen, ich verstehe deine Perspektive und am liebsten würde ich auch vom Preis meiner Produkte und von dem Essen leben, das ich herstelle, doch dann müssten Lebensmittel einfach viel teurer werden. Und wie denkst du, könnten wir das lösen? Oder was denkst du darüber? Und so, über dieses Verständnis, bei einer wirklich einer Frage oder einer Ansage oder einer Kritik, die eigentlich persönlich ist, aber trotzdem die Sache betrifft, auf einen Nenner kommen. Und noch eine Strategie, die wirklich gut funktioniert, ist einfach eine Gegenfrage zu stellen, beziehungsweise einfach rückzufragen. Wenn euch jemand sagt, okay, zum Beispiel, das funktioniert so nie, könntet ihr fragen, wie genau meinst du das oder kannst du kurz erklären, was du meinst? Oder wenn euch jemand sagt, das ist falsch, wie du das sagst, könntet ihr gegenfragen, was wäre denn in deinen Augen richtig oder welchen Punkt genau meinst du, der falsch ist? Oder wenn die Ansage kommt, sicher nicht, dann müsste ich doch meine Hofzufahrt umbauen und das kostet Unsummen, wenn ihr zum Beispiel den Nachbarn damit konfrontiert, dass ihr da jetzt was baulich verändern wollen würdet. Könntet ihr rückfragen, ja, welche Vorgehensweise schlagst du denn vor? Oder ja, okay, du hast recht, aber wer könnte das denn dann unterstützen? Oder wer könnte uns unterstützen bei der Umsetzung? Und durch dieses Rückfragen kommt man einfach auch ins Reden, in ein Gespräch. Und das sind einfach alle Strategien, die funktionieren nicht nur in den sozialen Medien, sondern in jeder Situation, wo irgendwie Kritik und Konfrontation da ist. Und wenn es wirklich untergriffig und angriffig wird, kann man durchaus eine Situation in den sozialen Medien wie live wieder zurück auf die Sachebene heben. Und indem man einfach genau das anspricht und sagt zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit dem Thema zusammenhängt. Also wenn jemand wirklich dir wird und verletzend, einfach zu entgegnen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit dem Thema zusammenhängt, oder bleiben wir doch sachlich, worum geht's eigentlich oder worum geht's dir eigentlich? Und mit dieser Nachfrage das Ganze wieder auf die Sachebene zu heben oder mit der simplen und einfachen Frage auch ehrlich zu sein, du, das finde ich jetzt sehr verletzend, aber sag doch, worum geht's dir eigentlich? Und so dem Gegenüber A, den Wind aus den Segeln zu nehmen und B, das Ganze wieder zum Thema, zum Inhalt, zur Sache hinzulenken. Und das ist genau der Moment, wo Dialog entsteht und wo man sich austauschen kann. Und genau das wollen wir. Und deshalb, Profis lieben Kritik. Das ist das, wo es wirklich spannend wird. Und ich weiß, Bäuerinnen und Bauern und Landwirte sind sicher ganz oft mit solcher Kritik konfrontiert. Und ich habe es in meinem allerersten Video erklärt, wie Kommunikation in der Landwirtschaft funktioniert. Es gibt einfach kritische Themen, es gibt Probleme, es ist nicht immer alles leibend. Aber das auch herzuzeigen, sich nicht mehr hinter der Stalltür zu verstecken, damit auch proaktiv zu kommunizieren und sich nicht darüber aufzuregen, dass andere deine Geschichte erzählen,
wenn ihr das tatsächlich wollt, dann werden Menschen auch Kritik äußern und das ist einfach was Gutes, weil genau dort entsteht der Dialog und genau dort kann man auch gemeinsame Lösungen finden. Und ich habe euch da jetzt zwei Beispiele aus der Praxis mitgegeben, die ihr einfach üben könnt. Die eine Ansage hat mich selber betroffen und die andere einen befreundeten Schweinebauern. Zum Beispiel bei dem Posting ist es so, dass ich darüber geschrieben habe, wie die Schweine gemästet werden und wie das alles ist. Und drunter hat jemand geschrieben, wie bitte, die nehmen 90 Kilo in 4 Monaten zu Ork. Und übt's einfach mit allem, was ich euch jetzt gesagt habe, wie ihr darauf antworten würdet oder wie ihr da in einen Dialog kommt und wie ihr mit dieser Kritik umgehen würdet. Und noch ein anderes Beispiel ist das. Das ist zurückgekommen von einem Kalbfleisch-Post, das ich gemacht habe. Da war ich auf einem Betrieb. Die haben grundsätzlich Milchkühe und ihr kennt das wahrscheinlich alle sehr gut. Die Brüder der reinen Milchkühe werden sehr früh geschlachtet. Manchmal kommen sie nicht in die Mast, wie auf dem Betrieb. Die werden einfach 4 Monate mitgefüttert, dann selber geschlachtet und sie verzehren das halt dann nur zu Hause. Und ich habe das gepostet und zurückkam, das ist ein völlig krankes System, das mit keinen noch so lieben Bildchen und schönen Worten zu rechtfertigen ist. Auch wenn es die Verfasserin des Betrages immer wieder versucht, das als normal und gottgegeben darzustellen, es ist es nicht. Gäbe es nicht das System Milch- und Zwangsschwangerschaft, gäbe es diese Probleme gar nicht. Und wer sagt, dass wir Kälber essen müssen, was wohl die Mutter dahinter dazu sagt? Übt's und probiert's, wie ihr damit umgehen würdet, was ihr antworten würdet, wie ihr da ins Gespräch kommen würdet, wie ihr mit dieser Kritik umgehen würdet. Ich habe damals meinen eigenen Weg gefunden. Mit all diesen Tipps und Tricks hilft man sich wirklich weiter. Und das Tolle bei Kritik im Netz ist oder auf Social Media im Vergleich zu direkter Konfrontation, wir haben das ganze Internet zwischen uns. Das heißt, wir müssen nicht in der Sekunde schlagfertig reagieren, sondern wir haben die Möglichkeit nachzudenken und richtig, richtig, richtig cool zu antworten und tolle Dialoge entstehen zu lassen. Wenn ihr das ausprobiert, bitte, ich würde mich freuen über eure Reaktionen. Schreibt's mir auf Social Media, hier auf dem YouTube-Kanal, hinterlasst eure Kommentare. Ihr findet mich unter Melange in Gummistiefeln. Ich wäre wirklich gespannt, wie ihr dann mit Kritik umgeht. Schreibt's mir, wenn ihr Fragen habt. Und bitte bedenkt wirklich eins, wir lieben Kritik. Das ist der Moment, wo Dialog entsteht. Und wenn ihr mal wo nicht weiter wisst, meldet euch einfach. Mit diesen Tipps und Tricks soll es einfacher gehen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen Videos. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Ich hoffe, es werden noch viel mehr Videos entstehen. Schreibt's mir, folgt's mir und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und auch über Landwirtschaft und eure Landwirtschaft reden wollt. Wenn ihr Kommunikation anders machen wollt und vor allem, wenn euch das Spaß macht und ihr aktiv da raus wollt und eure Geschichte erzählen und die Menschen dabei mitnehmen. Macht es gut. Eure Melange in Gummistiefeln, aka Bianca Blasel. Jetzt habe ich es umgedreht. Tja.